Sie sehen, kill mir das Viech. Ich habe eine kleine Idee. Ich habe hier noch mal einen Boomerang. Den können wir ja einsetzen. Erstmal wieder hier hoch. Wenn er mich denn lässt. Oh ja, klar, in der Luft. Mhm. Nochmal. Boah, das Spiel ist so herrlich vergeben. Oh. Danke. Ja, klar. Dankeschön. Oh, ich will springen, es geht nicht. Meine Güte, ich komme gar nicht zum Schießen. Boah, knappe Sache. Dieses Viech geht mir so auf die Nerven. Ah, genau. Musst du das machen, Schaden. Jawohl. So sieht's doch gut aus. Genau, verschwinde. Hey, das macht wirklich guten Schaden. Bam. Fuck yeah. Doppelt. Oh mein Gott. Was damit? Weg mit dir. Ins Gesicht. Sehr schön. Viel Spaß. Nochmal. Oh, das Viech kann jetzt aber auch mal verschwinden. Wann wollte ich runter? Boah, das Viech will einfach nicht verrecken. Friss. Wow. Oh, es wäre verschwunden. Ging schnell diesmal. Nice. Hoffentlich kriege ich jetzt hin. Oh, er wollte mein Schwert nie abfeuern lassen. Schon die Anzeige. Und friss. Oh shit. Viel Spaß. Oh Gott, so kurz davor. Oh Gott, kann ich mich heilen? Ja, ich hab einen Stein. Ich will ihn jetzt einsetzen, ist mir egal. Ich bin zwar so kurz davor, aber ich kann nicht auf Risiko spielen. Jawohl! Was zur Hölle? Was für ein Mistviech. Hilft mir doch noch. Gott, war das Viech nervig. Und die Steuerung vor allen Dingen. Und drück nach oben, springt genau daneben. Ich habe nur meine Richtungstaste gedrückt, wo ich gesprungen bin.
Naja, wir haben das Viech besiegt. Das ist das Einzige, was zählt. So, jetzt beeilen, bevor der Vieh noch zurückkommt. Puh. Kalter Truthahn. Und gewonnen. Wer sagt's denn? Teufelsrang D ist mir scheißegal. Das Vieh ist tot. 2220. Nächster Auftrag. Auftrag 13, Abgrund. Okay, jetzt wollen wir uns retten. Und ich habe ein bisschen überlegt. Ich denke, ich werde mir den Wirbel kaufen. Ha. Huh. Ich finde den Luftangriff nämlich ziemlich stark. Oder den Wirbel. Huh. Ich denke, ich werde den Wirbel kaufen. Schauen wir gleich, wie das so funktioniert. Okay, Auftrag 13. Beginnen. So, dann gucken wir mal. Aktion, Alistair, Wirbel. Einfach in die Richtung und dann Y, alles klar. Ganz wichtig, violette Kugel. Anzeige muss unbedingt hoch. Wie lange können wir in der Anzeige bleiben? Ach, in der Teufelsform. Und wir machen Wimmersch an. Hemmestab. Wow. Jetzt haben wir uns wahrscheinlich retten. Oh oh. Na klar. Direkt alles ist alles unter Wasser. Ich habe überhaupt mal keine Ahnung, wo wir raus müssen. Scheiße. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben unseren Eagle Gun. Kann vielleicht eine der nervigsten Missionen werden in dem Spiel. Kann ich durch die Tür? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, Wasserdruck ist zu stark, dachte ich mal schon. Oh, schauen wir uns mal gut um. Ey, was ist mit dem Typen hier? Sieht aber nicht gerade nett aus. Da! Ich wusste, dass hier Viecher sind. Ich bleib mal lieber hier hinten. Oh, es ist echt mies, die anzuvisieren. Das sind zwei Stück. Oh klar, schieße ich gegen die Wand. Ja, voll. Ich treffe die von hier schon. Hey, du schlaues Viech. Abbauen, ne? Dankeschön. Kugeln kann jemand gebrauchen. Teufelsanzeige kann ich unter Wasser nicht benutzen. Jawohl. Bam! Und raus hier. Hat's fast geschafft. Ah, ausgewichen. Oh, das Viech lebt noch. Oh, direkt vor mir. Nimm mal die kleine Kugel hier mit. Oh, das Drehen dauert vielleicht 8 Jahre. Okay, das Vieh ist draufgegangen. Wir haben es fast geschafft. Beide sind tot. Nice. Dann mal raus. Ab in die Freiheit. Unantastbar. Ein
Oh, einer Auftrag, okay. Einer Auftrag ohne Schaden erfüllt. Nice. Teufelsrang A. Das erste Mal, das war aber auch wirklich übelst einfach. Speichern. Und der nächste Auftrag. Okay, mir wurde gar nicht gesagt, was ich machen muss. Ich denke, einfach nur schwimmen. Kurz umschauen. Einfach raus hier dann. Okay. Da sind wir raus. Natürlich sind wir diesmal ganz woanders, aber wieder in so einer komischen Höhle. Hey, da haben wir ein Fragment. Da springe ich auch gerne nochmal ins Wasser. Yes, mehr Energie. Macht das Spiel erheblich einfacher. Ah, spring aus. Okay. Okay, dann schauen wir mal, wo wir müssen. Oh, Marionetten! Hier ist ein Schatz, aber nichts, das als Waffe taugt. Okay. Ich werde nie auf Schatzsuche begeben. Oh, blockt das nicht direkt. Das Viech zwar in der Luft scheuern, aber irgendwie keine Luftkombo machen. Und raus hier. Auftrag 14. Absolute Dunkelheit und stille Berge. Gehen Sie an die Oberfläche und weiter zum Kolosseum. Hopp. Ah, ich bin irgendwie nicht so für Ifrit. Eher für Alistair. Stromschlagattacken. Hört sich nicht wirklich so stark an. Ich bald erstmal alle meine Sachen. Vielleicht kaufen wir uns einen. Moment. Das füllt die Anzeige wieder her und dann haben wir Lebenskraftstern. Geweihtes Wasser. Wie ich sagte. Muss man kaufen. Vertreibt alle Dämonen. Oh. Ich kaufe eine blaue Kugel. Wenigstens eine. Und los geht's. Boah, alles blau und dunkel. Ich hab so das Gefühl, dass hier gleich irgendwelche schönen Stacheln auf mich zukommen werden. Nur eine kleine Vorahnung. Sieht verschlossen aus. Ja, das kann ich sehen. Da geht's weiter. Duh. Blind. Also furchtbar dunkel wieder. Die Löcher im Boden rühren mich ein bisschen. The fuck? Okay. Der Eisenzaum. Wir müssen uns den Eisenzaum merken. Wir nehmen das Ding jetzt hier auf, den Gegenstand, und dann rennen wir wie die Pest. Das Resonanzemblem wird das Siegel vom Schild lösen. Emblemschild. Ein kleines Schild, das Emblem darauf hat, die gleiche Form wie die Embleme, die die Türen des Kolosseums versiegeln. Dann mal los. Der wird garantiert das Tor öffnen, aber auch die Falle aktivieren. Ich denke, ich muss es machen. Ich mache einfach mal nein. Ja, dann wird gar nichts aktiviert, dachte ich mir schon. Warum fragen die mich dann überhaupt? Ja, geht natürlich auf. Und wir müssen jetzt rennen in die Welt. Oh, wie unerwartet. Ja, muss ich da jetzt lang oder nicht? Ja, muss ich. Kannst du mich mal, Teufelsanzeige, FPW. Ich bin auch immer im falschen Zeitpunkt.
Das dauert ja nur 5 Jahre. Ja, voll. Das war's wert. Wow, sind wir jetzt? Riesiger Wasserfall. Können wir jetzt Sachen kaufen? Haben wir aber im Moment nicht nötig. Wie sieht's aus mit unserer Lebensanzeige? Hat sich ein bisschen aufgefüllt, aber wirklich nicht viel. Schild haben wir natürlich immer noch. Gehen wir mal in Richtung Wasserfall vielleicht.